FameLab, Talking Science. Hallo liebes Publikum, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, manche von euch haben vielleicht einen Hund, also was ich an Hunden ziemlich cool finde ist, die sind immer für einen da, wenn man es braucht und ja, wenn man es nicht braucht oder wenn man keine Zeit hat für sie, dann sitzen sie einfach hin und ganz entspannt. Ja, genauso stelle ich mir eigentlich prinzipiell einen coolen Roboter vor. Aber der sollte noch ein bisschen mehr können, also nicht nur das. Also was ich mir auch noch vorstelle ist, wenn ich zum Beispiel zu Hause ein IKEA-Regal zusammenbaue, dann hilft er mir, dann hält er das Regal und bringt mir zum Beispiel immer die richtigen Werkzeuge und die richtigen Schrauben, genau zum richtigen Zeitpunkt. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde in der Arbeit so eine richtig massive, schwere Werkbank zusammenbauen, dann unterstützt er mich auch, dann hält er die schweren Sachen und macht es und bringt mir die Teile immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, also ich finde, das ist schon ziemlich cool, so ein kollaborativer Roboter. Aber leider muss ich euch jetzt enttäuschen, also so zum Kaufen gibt es das jetzt noch nicht. Und das ist schon schade. Aber wir forschen daran. Wir entwickeln das momentan. Und das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen, was wir eigentlich da machen. Also hier auf der linken Seite sehen wir mal ein Foto von mir und auf der rechten Seite ein Foto von der Caro. Das ist unser Roboter, den wir entwickelt haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel der Caro irgendwas zeigen will, sowas, oder ihr was sage oder eben ihr irgendwas geben will mit der Hand, dann braucht sie Folgendes dazu. Sie muss das entweder sehen oder sie muss das hören, was ich ihr sage. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihr Händchen halten will, ja, dann muss sie das fühlen, was ich jetzt gerade mache. Das heißt, der erste Schritt ist, wir müssen der Caro Sinne geben, damit sie überhaupt mitbekommt, was los ist. Und dann im zweiten Schritt, ja, dann muss sie ja wissen, was sie damit machen muss. Das heißt, wir müssen ihr Verhalten geben. Also wir müssen ihr ein Verhalten einprogrammieren. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, ja, also ich würde es jetzt ziemlich uncool finden, wenn die Caro mich dann ständig pieksen würde und mich nerven würde und das wäre irgendwie auf Dauer keine gute Zusammenarbeit. Das heißt, die Caro muss einfach richtig lieb sein zu mir. Das ist mir ganz wichtig. Und dann, also das heißt, sie braucht soziale Kompetenzen. Was wir also machen ist, wir entwickeln sozusagen ein Roboterknigge. Das heißt, zusammengefasst, wenn die Caro mich unterstützen soll bei einfachen und anstrengenden Aufgaben, dann braucht sie Sinne, sie braucht ein Verhalten und soziale Kompetenzen. Danke. Okay.